Mit diesem neu gestalteten Bus und dem Maskottchen Fredi verstärkt der Kreissportbund Mittelsachsen seinen Außenauftritt und setzt gleichzeitig deutliche Signale für den Breitensport. Naja, wir wollten gerade in Zeiten von Corona nochmal die Botschaft bringen, dass die Sportvereine da sind, eine Werbeplattform nutzen, die uns Regiobus gemeinsam mit unserem Partner Admedia gegeben hat, ganz neutral. Und wir freuen uns, dass das geklappt hat, dass das gerade jetzt unter dem Zeichen der neuen Verordnung, die ins Haus steht, nochmal an besonderer Bedeutung gewinnt, zeigt sich. Die Sportvereine sind nach wie vor gebremst und da ist es wichtig, dass wir auch diese Botschaften setzen, dass der Sport noch da ist. Die Gestaltung des Fahrzeugs ist ein Gemeinschaftsprojekt von Kreissportbund, Regiobus und dem medizinischen Dienstleister Admedia aus Freiberg. Es gibt schon seit über einem Jahr Kontakt mit dem Kreissportbund, eine Aktion mal zu machen, um einfach den Sport zu fördern. Für uns gar kein Neuland. Wir haben das ja schon mal zusammen gemacht, auch mit der Kreisjugendfeuerwehr, mit einem Omnibus. Und ich denke, es ist ein sehr attraktiver Werbeträger. Und so wurde die Idee einfach weiter geboren, gesponnen, will ich mal sagen, in dem Sinne. Und jetzt ist am Ende diese tolle Aktion rausgekommen. Wir sind schon Sponsorpartner vom Kreissportbund und dadurch ist durch die neue Kampagne Wir bewegen Mittelsachsen ist der Herr Kadert auf uns zugekommen und dadurch ist die Zusammenarbeit entstanden, die intensivere Zusammenarbeit. Am Vormittag des 23. März fand auf dem Betriebshof der Regiobus GmbH in Döbeln die symbolische Schlüsselübergabe statt. Das Fahrzeug wirbt nun offiziell als rollender Botschafter für den Sport und dessen Partner in der Region. Der Bus ist ein Überlandbus, der vorrangig im Raum zwischen Freiberg und Döbeln eingesetzt wird, wird aber auch an anderen Stellen des Kreises mal auftauchen. Das war auch die Idee da dabei, dass er überall in Mittelsachsen mal gesehen wird. Und wir haben auch gemeinsam vereinbart, dass wenn große Sportevents sind, vielleicht auch mal das Fahrzeug dann dort mit präsentiert wird. Einen baldigen Einsatz des Fahrzeugs bei sportlichen Events wünscht sich der Präsident für die Mitgliedsvereine des KSB und den fehlenden Vereinssport. Tja, es ist dieselbe Parole, die man schon die letzten Monate leider sagen mussten, durchhalten. Man hat ja immer gehofft, dass mal ein Licht am Ende des Tunnels kommt, aber im Moment sieht es nicht so aus. Wir wissen, dass die Vereine sehr kreativ sind, das freut uns. Wir unterstützen das gerne und so müssen wir gemeinsam aus dieser schwierigen Situation kommen. Darauf hofft natürlich auch Maskottchen Fredi.